Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unseren Angelsachsen hier im Königreich England und wir schauen auf die beiden jungen Männer, die wahrscheinlich in Zukunft das Schicksal hier unserer Angelsachsen maßgeblich prägen werden. Das ist auf der rechten Seite der mittlerweile 16-jährige Herzog und Erbe unseres Königs Redwulf, das ist Elfwick, und auf der linken Seite sein Bruder Habeth, benannt nach seinem Großvater, der so früh sterben musste und, ja, wenn man so will, auf See geblieben ist, ihr erinnert euch. Und die beiden sind eigentlich ein ganz interessantes Duo, würde ich sagen, denn, ja, ich glaube, man kann das so zusammenfassen, eigentlich könnten sie unterschiedlicher kaum sein, wenn wir uns die beiden mal anschauen. Elfwick, er ist ein religiöser Eiferer und demütig und sein Bruder zynisch und arrogant, also so ziemlich das Gegenteil. Und ihr seht auch, das sind tatsächlich die konträren Persönlichkeitseigenschaften. Minus 15 in Bezug auf demütige Charaktere und sein Bruder minus 15 in Bezug auf arrogante Charaktere. Außerdem religiöser Eiferer, minus 10 zynisch und vice versa sozusagen. Also die beiden Brüder, das wird eine interessante Konstellation werden. Aber noch ist unser König Redwulf am Zuge. Er ist ja auch erst 34, seine Gemahlin auch. Seit 5 Jahren hat es jetzt keine Kinder mehr gegeben. Wir werden sehen, ob da noch etwas nachkommt. Geprägt sind momentan die Jahre unseres Königs von dieser Fehde hier gegen das Hause Azizid, wo er das Ganze auch weiter vorantreibt. Da dürfen wir gespannt sein, was da weiter passiert und ob vielleicht auch das Haus Azizid nochmal zu einem großen Gegenschlag ausholen wird. Eine Sache, die jetzt zuletzt noch geschehen war, war, dass hier eine Kulturinnovation entdeckt worden war, und das war, meine ich, das Kriegsvolk. Das heißt, die Größe der Kriegsvolkregimenter ist jetzt um 4 erhöht. Und die maximale Anzahl ist auch um 1 erhöht. Das wäre natürlich durchaus mal interessant zu schauen, was es dort gegebenenfalls noch gibt. Die Kultur setzt sich jetzt weiter mit den Vorburgen auseinander. Schaut mal, in 18 Jahren ist das dann auch schon entdeckt. Wir schauen mal auf die Kriegsvolk. Ein weiteres Regiment könnte geschaffen werden. Und was steht denn da noch zur Verfügung? Panzertes Fußvolk wäre ja wahrscheinlich interessant. Kein Geländeeffekt, das ist natürlich auch gut. Kontern-Speerträger. Solche Speergerüste und gut ausgebildeten Truppen sind darauf spezialisiert, massiert Infanterie und Pikeniere zu zerschmettern. Pikeniere tatsächlich haben wir gar nicht. Die kontern natürlich auch jegliche Reiterei, ne? Die haben wir auch gar nicht. Das wäre natürlich eigentlich auch interessant. Und wir haben ja die Huskarle, die auch Speerträger sind. Speerträger nicht Pikeniere, die auch die kontern? Ist vielleicht dann gar nicht erforderlich. Vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so doof, so ein bisschen für, ja, ich sag mal, um das Ganze taktisch entsprechend anzupassen, hier nochmal ein neues Regiment Pikeniere einzuführen, so unser König die Möglichkeit hat. In Bergen kämpfen die auch ganz gut. In Bergen, in der Bergwüste und in Hügeln. Das werden wir mal tun und dann können die, denke ich, auch gleich auf 5 erhöht werden. Genauso wie die Reiterei, die ist noch auf 2. Das erhöht die Kosten natürlich ungemein, aber natürlich auch gerade jetzt, wo erstmal sozusagen ausgehoben und neu ausgebildet werden muss. Ja, gleichzeitig wollte sich unser König ja auch ein wenig stärker um die Verwaltung seines Königreichs kümmern. Und da hat natürlich das Thema auch Ausbau spielt eine entscheidende Rolle. Aber erstmal steht jemand unter unserem Balkon. Nachdem ich mich für den Abend in meine Gemächer zurückgezogen hatte, hörte ich zu meinem Erstaunen eine gedämpfte Stimme von draußen, die verdächtig nach
Brethok klang. König Redwolf, ich flehe euch ein, zeigt mir euer edles Antlitz. So wie ein Märchen, romantisch. Damit ich euch Widerwärtiges sehen muss, nein. Ei, aber sie ist schüchtern. Eine religiöse Eiferin. Ah, nee. Mit der kann unser König nichts anfangen. Die soll mal wegbleiben. Genau, ich sprach gerade von dem Thema Ausbau. Und dann sind wir auch erstmal wieder auf ein Festmahl eingeladen. Und zwar nach White. Das ist ja auch sehr nah dran und unser König ist ja auch mittlerweile durchaus eine frohe Natur. Von daher wird er dann erstmal zu diesem Festmahl reisen. Er freut sich darauf und dann muss der mögliche Ausbau seiner Besitztümer noch einen kleinen Moment warten. So, hier wird jetzt wieder jemand angegriffen. Ein Bauernaufstand in Venedig. Und hier geht es um die Eroberung von Castilla. Aha. König Orlando von Afrika. Boah, der aber da durchaus ein paar... Das gehört ja alles noch dazu. Aber was ist hier das Kriegsziel? Das ist das Kriegsziel. Na, okay, gut. Also das ist weit, weit weg. Da sollen sie sich mal streiten hier. Das ist, glaube ich, weniger relevant. Wir warten jetzt erstmal das Festmahl ab. So, ein paar weitere geschätzte Diplomaten, Höflinge. Und es gibt jetzt auch im Westfrankenreich einen Unabhängigkeitskrieg, während ihr diesen Krieg um den Anspruch von Angelbert bald verloren zu haben scheint. Schwierig, dann wird der junge Sweffred nicht lange westfränkischer König gewesen sein. So, es gibt hier noch ein paar Druckmittel, die auslaufen. Sie ist eine Wessex. Ja, die sind alle eher unbedeutend. So, passiert hier in White noch was Spannendes auf dem Festmahl? Na, und eben haben wir noch davon gesprochen, die Königin ist ein weiteres Mal schwanger. So, ist das Festmahl schon beendet? Wo ist denn unser König? Hey, das Festmahl scheint schon beendet zu sein. Nun gut. Ja, und hier gibt es einen Angriff auf das Königreich Xenxir. Herzog Mohammed greift an. Es geht um diese Region hier. Bataljafs. Oh, und er hat hier starke Verbündete. Er hat hier das Sultanat von Ghana noch als Unterstützung, aber die dürfen ja auch weit weg sein, oder? Naja, wobei, es zieht sich schon hier hoch. Ist er unabhängig? Nee, ist er nicht. Okay, ich dachte schon. Würde mich schon wundern. Und unsere Tante hat ja hier diese Region erobert, scheint aber diesen muslimischen Herrscher hier als ihren Vasallen zu akzeptieren. Nun gut. So, welche Möglichkeit haben wir noch hier? Ein Vormund für unsere Tochter. Junge Cole Flett. Hat unsere Gemahlin hier noch eine Möglichkeit? Ja. Dann soll sie sich natürlich um sie kümmern, das ist ja klar. Gut, wenn dieses Festmahl hier schon ereignislos scheint, zu sein scheint oder schon vorüber ist, wollte ich sagen, können wir uns um unsere Domänen kümmern. Aber jetzt gibt es erst etwas, was hier noch passiert.
Wir haben es ja abgesehen auf ihn hier. Wenn die Zeit reif ist, brauchen meine Agenten einen sicheren Fluchtweg aus der Residenz von Kalif Bilal für den Fall, dass etwas schiefgehen sollte. Eine genaue Karte der näheren Umgebung mit allen versteckten Fäden und Höhlen könnte eine wertvolle Ressource sein. Könnt ihr jetzt hier diesen Jäger bezahlen? Die Idee aufgeben? Der König kann das selbst machen. Ja, dann würde ich sagen, warum nicht? Hat dann die Umgebungskarte. Sehr gut. Es geht um Trinkumpan. Oh, sie sieht auch immer schlimm aus hier. Unsere Freundin, Herzogin Blair von Lothian. Ich trinke allein in der Taverne, als ich plötzlich sehe, wie sich meine Freundin Herzogin Blair an einen anderen Tisch setzt. Rasch begebe ich mich hinüber und wir verbringen den Rest des Abends damit, uns zu betrinken. Sie weiß wirklich, wie man Spaß hat. Aber unser König ist ja gar kein... Naja, jetzt kein außerordentlicher Trinker. Na gut. So, jetzt werden wir aber die Gelegenheit dann mal nutzen, uns unsere Domäne nochmal anzuschauen. In Winchester haben wir tatsächlich keine weiteren Möglichkeiten. Ich glaube, wir müssen erst die Hoden entdeckt sein und hier ist die Tane unterwegs. Das aber nicht. Naja, gut, okay, das ist alles die Schuld unseres Königs selbst. Ich wollte gerade sagen, sie macht das nicht besonders gut, aber... Das war tatsächlich alles auf Entscheidung, hier diese Mali unseres Königs zurückzuführen. So, hier gibt es die Möglichkeit, die Häfen weiter auszubauen zu einem Handelshafen. Der Hafen ist ein Knotenpunkt für Handel und Reisen in der Gegend geworden. Schiffe entlang der ganzen Küste kommen hierher, um ihre Waren umzuschlagen. Ja, ich finde, das passt sehr, sehr gut. Auch hier, man hat die perfekte Verbindung hier von Wareham. Dann bis nach Cherbourg zu reisen oder hier die vorgelagerten Inseln. Jetzt haben wir noch Shirtsey, da gibt es auch noch jede Menge Möglichkeiten, Bluthundezwinger oder hier die Höfe weiter auszubauen. Könnte in Wiesen investiert werden. Nakurunya könnten hier die Holzkasernen, ja, das ist natürlich sehr, sehr nah dran hier auch an potenziellen Feinden. Hier finde ich es ehrlicherweise naheliegend, vielleicht nochmal weiter zu investieren und Aufmarschgelände zu bauen. Hier könnten Palisaden gebaut werden in Santiago. Große Mauern aus angespitzten Baumständen umgeben die Festung und bieten ein weiteres Hindernis, bevor man die Schätze in ihrem Inneren erlangt. In Rouen haben wir welche Möglichkeit? Da haben wir tatsächlich nur hier die Möglichkeit, Wallmauern zu bauen. Mauern aus Stein und Palisaden schützen nun die Festung vor anrückenden Feinden, deren Vormarsch durch den Wald beträchtlich behindert wird. Und zu guter Letzt können wir noch hier ausbauen. Einfache Erdwälle. Hier könnte in die Jagdreviere weitergebaut werden. Jagdtürme. Um Beute zu verfolgen und zu entdecken, platziert man im ganzen Land Wächter in besonderen Türmen, die Sichtung dann an die Jäger weitermelden. Ja, das ist doch sehr, sehr gut. Ich meine, unser König ist ein passionierter Jäger. Passt doch sehr, sehr gut zu ihm. Und dann hat er da auch schon wieder jede Menge investiert. So, wie sieht's hier aus? Der junge Bub ist jetzt schon älter geworden, aber diese Kriege, da steht es weiter schlecht für ihn. Und unser Ratsspitzel kommt mit besorgniserregenden Neuigkeiten. Jemand möchte unseren Mundschenk ermorden. Auch sie ist eine Wessex und hat keine Rivalen. Ja, das kann doch auch nur jemand sein, wieder aus dem Hause Azizid. Es gibt einen sinnlichen Vorschlag, wir hatten sie doch weggeschickt.
Wohin auch immer ich gehe, mein Höfling Brethok folgt mir. Dieser Blick in ihren Augen, die Worten auf ihren Lippen, ich weiß genau, was sie will. Ich werde sie dicht bei mir behalten, sehr dicht. Eine Ablenkung für heute Nacht, wie süß, aber nein. Wir können sie jetzt der Unzucht bezichtigen. Wie reagiert unser König da? Man, die hat dir schon mal gesagt, sie soll von ihm ablassen. Wird er vielleicht etwas ungeduldig, ja, rachsüchtig kann man es ein Stück weit in diesem Zusammenhang auch nennen. Aber auch eigenwillig jetzt sie hier nochmal etwas stärker von sich stoßen. So ungeduldig wartet unser König, wie es hier weitergeht. Oh, hier können noch einige eingeladen werden. Geheimhaltung ist gar nicht das Problem. Erfolgschance. $58. Ja, gar kein Problem. Sind wir bei 87%, da geht aber noch mehr. Wieder der Hofantiquar. 29 Gold, ja. Sehr günstig schon bald. Und dann haben wir hier beste Möglichkeit. Ah, Herzog Fadel ist leider wieder nicht beeindruckt. Und hier gibt es jetzt... Das ist doch wieder im fernen, fernen Osten. Ja, irgendwelche Dynastiemitglieder. Was ist denn bei Hofe los? Zwei Höflinge und ein Gast. Aristokratische Anmaßung. Drei meiner Höflinge besprechen absichtlich in meiner Hörweite meine große Zahl an Titeln und beklagen sich lauthals darüber, wie anstrengend es für mich als König sein muss, so viele Ländereien selbst zu verwalten. Sie sind die dicksten Freunde, der hochmütige Nikolaus, der privilegierte Portois Lusignan und der schamlose Cuthbert, der einfach nur froh ist, dabei zu sein. Der linkische Gordon T., wie die Wachen ihn nennen, und geradezu auffällig abwesend ein Funken Demut. Über die Lärm der schwätzenden Höflinge verstehe ich klar und deutlich die Worte Earltum und Santiago, und zwar in etwas, was mir doch sehr wie der affektierte Tonfall von Nikolaus vorkam. Er ist ein Gast. Was will er von uns? Das schamlose Trio dreht sich in meine Richtung und ich bedenke es mit einem finsteren Starren. Ja, ja, Nikolaus, Santiago ist eurer. Wie bitte? Es soll Cuthbert gehören. Gordon, die kann den Titel bekommen. Was ist denn mit denen los? Ja, überhaupt nicht. Also, die dahergelaufen und dieser Gast, er hat sogar noch ein Geheimnis. Ein perverser Geheimnis, ja. An den Stärksten. Ja, aber dann sind wir Santiago auch los. Unser König will diesen Titel nicht abgeben. Ja. Das guckt ihr so. Genau, das ist die richtige Antwort. Also, sie sollen darum kämpfen oder sie sollen darüber debattieren? Gar nichts. Sie sollen nicht so doof gucken. Und ich meine, wer sowas Anmaßendes tut, da wird auf jeden Fall gleich mal das Geheimnis hier offenbart. Kann er sogar eingekerkert werden? Ich wollte ihn wegschicken. Bei Ablehnung verlässt er den Hof. Ja. Frechheit. Also eine wirklich mehr als anmaßende Person. Ist ja aufs Land geflohen. Ja, dann ist er wenigstens weg. So, und jetzt wird auch Habeth erwachsen und er ist am Ende des Tages, naja, ein nicht besonders guter Buchhalter geworden. Er bringt auf jeden Fall ein gewisses Verwaltungstalent mit. Und ist interessanterweise
ein Kräuterkundler, kerngesund und eine Wohlgestalt. Allerdings hat er von uns ja diese Schwierigkeit beim Hervorbringen gewisser Laute geerbt. Unser Sohn Elfwick hat dagegen keinerlei körperliche Eigenschaften geerbt. Nun gut, ja, wie schnell sie doch flügge werden. Wie gesagt, es wird interessant bleiben, wie die beiden in Zukunft miteinander umgehen werden. So, und jetzt geht es darum, alles, was glänzt. Wir können hier... Fehlt ihm eigentlich ein Arm oder steht er nur so komisch? Ne, er steht nur so komisch. Wir können nochmal ein Geschenk machen. Nein. Er hat kein Geschenk verdient. Wir werden jetzt doch nicht diesem Feind hier irgendwelche Geschenke überreichen. Und eine weitere Tochter ist geboren. Sigrid soll sie heißen. Ja, mögst du stark und weise werden, kleine Sigrid. Oh. Und Herzog Fadel ist gestorben. Das sind ja noch ganz neue Entwicklungen. Wo ich gerade nochmal mit euch hier auf die vielen Kinder unseres Königs schauen wollte, aber nur zwei sind Söhne. Was ist denn mit ihm passiert? Das ist er nicht. Wo ist er denn? Er hat es auf jeden Fall jetzt geerbt. Ach. Er wurde von... Ach nein. Er wurde von dem Gemahl seiner Affäre getötet. Oh, das ist ja ein interessanter Mann. Also, das Ganze ist offensichtlich aufgedeckt worden, aber er hat ja unter Umständen unserem König hier damit einen großen Gefallen getan. Er ist nämlich bei Weitem nicht mehr so mächtig. Sieht es jetzt hier mit der Nachfolge aus? Und er muss sogar noch was abgeben. Nur sie ist hier noch zu beeinflussen. Na, und da gibt es doch vielleicht Möglichkeiten. Sie hat ein Artefakt, was wir verlangen könnten. Nein. 150 Gold, das ist aber eine Menge. Ja, aber unser König ist ungeduldig. Vielleicht reicht das ja schon. Nein, es reicht immer noch nicht. Na, okay. Hier steht, wird den Meinungsmodifikator überschreiben, dann bringt das nichts. Ja, dann muss er sie doch nochmal irgendwie persönlich beeinflussen. Aber dann könnte er vielleicht bald hier am Ziel sein, auch wenn das natürlich auf der Basis seiner Ungeduld ihm eigentlich viel zu lange gedauert hat. Genauso wie dieses Komplott. Aber es sieht doch hier gut aus. Ja, und jetzt gibt es hier diesen Skandal. Das wusste doch sowieso schon die ganze Welt, dass hier dieses Kind nicht das Seine ist. Aber dieser Mann hat hier ja auch noch unseren Dank verdient. $52 kann unser König hier vielleicht als Dank ihm auch nochmal bezahlen. Oh, er hat unserem König ein großes Problem. Vom Leibe geschafft. So, und hier geht es wieder darum, um ein giftiges Tier. Ja, wir werden es auf diesem Wege wieder probieren. Und waren erfolgreich. Leider verfluchte er sterben meinen Namen und die Gerüchte über meine Beteiligung verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Ha. Naja. Damit scheint es bekannt zu sein, aber wir schauen natürlich mal drauf. Damit hat er nämlich keinen Erben mehr. Er ist im Gefängnis sehr gut bei diesem Herzog. Er wäre nämlich der nächste Erbe. Wir schauen mal auf seinen Titel. Oh, er wäre tatsächlich der Einzige, der hier noch übrig bleiben würde.
Haben wir da irgendwelche Möglichkeiten? Nein, ne? Wir könnten nämlich versuchen, ihn loszuwerden. Dann würde er erben und hätte vielleicht auch hier der Vasall unserer Tante. Warum ist er denn da? Ist er hier irgendwie mit seiner Armee? Nein, warum ist er hier zu Gast? Naja, auf jeden Fall hätte dann vielleicht hier der Vasall unserer Tante noch bessere Möglichkeiten in diesem Krieg hier. Haben wir auf diese Art und Weise noch die Möglichkeit, hier mit einzugreifen. Und wir könnten ihm natürlich parallel sogar den Krieg erklären. Also erstmal wird versucht, hier dieses Komplott zu beginnen. Jetzt schauen wir mal auf den Krieg nochmal. Da geht es um diese Region. Und er hält aber auch Titel hier. Ha, das Herzogtum von Ba. Ja, okay. Das ist natürlich am Ende des Tages de facto ein Krieg gegen König Gausberto von Xenxir, aber am Ende des Tages sind das alles, wenn ich es richtig sehe, Ländereien, die er hält. Ja, wunderbar. Noch eine weitere Möglichkeit, hier das Haus zu beschneiden. Wir werden ihn dem Krieg erklären und dann natürlich nicht nur hier irgendwie um eine Grafschaft, sondern um das Herzogtum. Das, also wenn unser König etwas hat, dann ist es Prestige, um solche Kriege erklären zu können. Und das ist natürlich auch mal ein Krieg, wo er die Möglichkeit hat. Schauen wir mal. Ist nicht so, dass er es bräuchte, ehrlicherweise. Aber den Deutschkriegerorden könnte man hier doch endlich mal nutzen. Und hier anwerben, sehr, sehr gut. Hier haben sich schon einige die Komplott angeschlossen. Wir schauen nochmal eben. Es gibt einen Aufstand gegen unseren Sohn. Ein Bauernaufstand. 1400 Bauern. Das wird er ja wohl schaffen. Wir werden unseren Sohn hier aber natürlich unterstützen. Wollen wir mal schauen, wo die Bauern unterwegs sind, da oben. Warum springt das hier immer auf die Kulturen? Ja, ich denke, mit dieser Armee haben wir denn hier die erste Burg. Das ist der Großmeister, der wird natürlich anführen. Und dann marschieren die schon mal auf die erste Burg. Ja, sehr, sehr gut. Da haben wir doch gute Möglichkeiten. Dann können wir vielleicht hier unseren Sohn unterstützen und dann hier runter marschieren. Wir werden mal unseren Sammelpunkt nochmal verschieben. Hier nach Lyon. Und dann hier das Kriegsvolk ausheben. Das müsste ausreichen. Dann kann seit langem mal wieder unser Ratsmarschall auch die Armee organisieren. Er hat jetzt noch jemanden mit dazu geholt. 13.000 Mann. Naja, nichts, wofür wir uns fürchten brauchen, denke ich. Wir werden nur schauen, dass wir uns fix hier um diese Bauern kümmern. Ich denke, unser König, wo ist er? Wird das hier auch... Na, gegen die Bauern vielleicht nicht, aber wenn es dann gegen den Erzfeind geht, wird er das vielleicht selber anführen. Hier wird nun mal wieder ein Eid gelobt vom Herzog von Kent. Und es gibt den üblichen
Kniefall, sehr gut. Ah, und es gibt jemand, der vasalisiert werden möchte. Der Herzog von Romagna. Saxopolabisch. Spricht da irgendetwas dagegen? Nein, ich meine nicht. Ja, hier wird belagert, das wissen wir. Wir werden diesen einen Krieg hier auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Was ist hier? Sie können nicht belagern. 3 Jahre. Ja, sie haben ja auch keine Belagerungswaffen, ne? Festungsstufe 7. Ja, dann müssen sie da schon mal so ein bisschen anbelagern. Bis wir dann weiter sind. Sehr gut. Und er ist jetzt hier ein weiterer Vasall. Also hier kommt jetzt zu der Schlacht. Das dürfte relativ schnell gehen und unproblematisch sein, ja. Dann wird jetzt unser König hier, der sich ja selber für einen sehr, sehr guten Kämpfer hält, das übernehmen und hier unten mit hinreisen. Da können wir durchmarschieren ohne Zermürbung. Und damit ist dieser Bauernaufstand auch schon beendet, haben wir unserem Sohn sehr gut zur Seite gestanden. Aha, und unser König, König sei schon, unser Erzbischof hat unorthodoxe Doktrin gepredigt. Wahrscheinlich marschiert er jetzt los und erzählt die Ungerechtigkeit, die unserem König widerfahren ist. Sehr, sehr gut. Genau das war ja das Ziel. So, Amt des Hofdichters. Ich glaube, das interessiert unseren König momentan nicht. Und hier geht es jetzt um aufzuräumen. Es war ja klar, dass dieser Aban Ärger macht. Er vergisst am Hof von Kalif Bila die nötigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und der Herzog schöpft langsam Verdacht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er enttarnt wird. Fauler Agent. Spur von jemandem zu finden, der umherschleicht, wird Bila sicher beunruhigen. Er könnte enttarnt werden. Aber Zeit nehmen passt nicht zu unserem ungeduldigen König. Und er bleibt unentdeckt und damit hat er kritische... Ach nur, das ist dieser Aban. Hat er kritische Anspannung? Hat auch schwer heilbare Wunden. Das wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Hier ist ein Angriff auf den König von Italien. Das ist jetzt aber nicht so interessant. Wir schauen jetzt zum Abschluss nochmal darauf, ob wir hier nicht noch jemanden einladen können. Dieser Bürgermeister. 58 Gold. Das ist auch kein Problem. Und dann sollte die Erfolgswahrscheinlichkeit auch wieder maximal sein. Das ist der Fall. Sehr gut. So, dann warten wir jetzt noch, bis die Armeen hier zusammen sind. Dann dürfte die Belagerung auch deutlich schneller gehen. Das ist der Fall. Und dann ist, glaube ich, unser König... Was ist jetzt hier nochmal zu Ende gegangen? Ach so, das war dieser Krieg um diese Region hier im fernen Afrika. Ja, dann sind wir doch hier gut vorangekommen gegen dieses Haus. Also sieht dieses Unsägliche, wie unser König meinen würde. Und wir haben hier sozusagen den Angriff von beiden Seiten. Wir planen hier das Komplott und wir berauben sie weiter ihrer ungerechtfertigten Besitztümer, denn unser Herzog Hani ist nämlich hier Herzog von Baja. Deswegen ist das Ganze hier auch ein gerechtfertigter Krieg. Das läuft doch alles ganz wunderbar für unseren König. Wie es dann weiterläuft, das werden wir dann am kommenden Sonntag ab 13 Uhr in der nächsten Staffel erfahren. Ich denke, es bleibt spannend und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit am Start seid. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.